wann können wir jetzt am besten die Sternschnuppen uns anschauen in den kommenden Nächten? In der Nacht. Also das bringt echt einmal sehr viel. Tatsächlich ist es so, man sollte sich einen Ort suchen, der möglichst dunkel ist, Richtung Nord-Nordwest blicken. Und wir brauchen kein Teleskop oder Fernrohr oder sonst etwas. Leider hindert uns im Moment ein bisschen der Mond daran, die wirklich in voller Pracht zu sehen. Und wir sehen dann so diese hellen Spuren, die am Himmel entstehen nach dem Einsetzen der Dämmerung. Das sind kleinste Sandkörnchen, Staubkörnchen, die in einer Höhe von 80 bis 100 Kilometer Höhe mit einer sehr großen Geschwindigkeit auf die Atmosphäre eintreffen, dabei verglühen und dann diese wunderbaren Spuren verursachen. Es ist am Mittwoch, dem 12. August, Mittwoch, 12. August, ist der Höhepunkt. Allerdings vorher und nachher kann man das jetzt auch noch die nächsten Tage sich an einer möglichst dunklen Stelle anschauen. Wenn man keine dunkle Stelle findet, kann ich empfehlen, morgen Planetarium der Stadt Wien, 19 Uhr, gratis Eintritt, wo man sich in der Kuppel anschauen kann und davor haben wir Teleskope stehen, wo man sich den Mondschein anschauen kann und auf der Kaiserwiese gibt es da noch tolle Musik und Party. Und wie viele Sternschnuppen kann man da so sehen? Das kann ich leider nicht sagen. Das hängt jetzt nämlich tatsächlich... Pi mal Daumen. Nein, nicht einmal Pi mal Daumen, okay. Weil das hängt echt davon ab, von Jahr zu Jahr. Es gibt Jahre, wo irrsinnig viel sind und es gibt Jahre, wo sehr wenig sind. Das hängt davon ab, wie gut die Erde diesen Meteorstrom trifft. Dieser Meteorstrom entsteht dadurch, dass ein Komet, das war in dem Fall Swift-Tuttle, vor langer, langer Zeit die Erdbahn gekreuzt hat und diesen ganzen Dreck in diese Erdbahn gelassen hat. Und wenn diese Erde jetzt diese Dreckbahn trifft, dieses Staubteilchen, und da hineinfährt, dann sehen wir diese sogenannten Perseiden. So, das Problem ist nur das, manchmal gibt es mehr und manchmal gibt es weniger Dreck in dieser Bahn. Manchmal trifft es die Erde besser, manchmal weniger gut. Das Zweite, es hängt davon ab, wie dunkel es ist. Also wenn es wirklich dunkel ist, kannst du da bis zu 60 bis 100 Sternschnuppen in der Stunde sehen. Wenn es ein bisschen heller ist, also wir haben letztes Jahr auf der Kaiserwiesen haben wir 5 gehabt in einer Stunde. Das ist jetzt nicht besonders viel. Das hängt jetzt von so vielen Parametern ab. Ich kann nur jedem empfehlen, nutzt die Chance. Es ist wirklich immer ein sehr schönes Erlebnis und es ist nicht gefährlich. Weil wir jetzt gerade über Sternschnuppen reden, da heißt es immer, da darf man sich etwas wünschen, wenn man eine sieht. Das wären dann ziemlich viele Wünsche. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist eine Sternschnuppe, also die klassischen Sternschnuppen, die man auch so immer sieht, wenn man in den Himmel schaut, ist das dasselbe? Ist das auch nur Staub? Ja. Es heißt doch immer, das sind verglühende Sterne. Wer hat Ihnen das erzählt? Das ist so der allgemeine Volksglaube. Das zeigt wieder, dass wir ein Problem im Bildungssystem haben. Können Sie nichts dafür, das glauben viele. Es ist tatsächlich, also Sterne, wenn die verglühen, dann nennen sie das Supernova oder planetarische Nebel. Da ist echt was los. Ja, Armageddon sozusagen. Da war das in Beirut lauer Vorgeschmack. Tatsächlich, es ist der Dreck von sogenannten Kometen oder anderen Objekten. Zum Abschluss unseres Gesprächs noch, warum kommen diese Perseiden eigentlich jedes Jahr? Das ist doch verlässlich immer im August. Weil wir nämlich ziemlich genau am 12. August, die Tränen des Laurentius, weil die Erde jedes Mal zum selben Zeitpunkt durch diese Staub- und Dreckbereich durchgeht. Wir kommen jedes Jahr zum selben Zeitpunkt, genau durch das, wo der Komet Swift-Tuttle seine Bahn vor einigen hundert Jahren seinen Dreck abgeladen hat. Da kommen wir jedes Mal da durch. Und das ist genau immer zum selben Zeitpunkt. Deswegen gibt es auch die Leoniden, die Lyriden und so weiter. Das sind andere Meteorströme, die nicht ganz so schön, also sehr, sehr schön sein können, aber zu eher unangenehmeren Tages- und Nachtzeiten auftreten. Und das sind dann zu anderen Zeiten. Da haben wir dann die Geminiden und so weiter. Und die Perseiden sind einfach genau jedes Mal, 12. August, weil jedes Mal dann treffen wir auf diese Dreckspur des Saubartels Swift-Tuttle.